Deutschland, so klein und so abwechslungsreich. In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen Deutschland als Urlaubsziel für sich entdeckt. Warum denn eigentlich nicht? Denn Deutschland bietet ein vielfältiges Ausflugsprogramm, von riesigen Städten bis zu schönen Sandstränden. Auch im Winter bieten deutsche Skigebiete erwartungsgemäß präparierte Pisten an. Wo kann man denn genau in Deutschland seinen Urlaub verbringen, zeigen wir euch in diesem Video. Das heutige Deutschland ist in 16 Bundesländer untergeteilt. Einer der bekanntesten Anziehungspunkte der Touristen im Norden des Landes ist Hamburg. Hamburg war im Mittelalter ein wichtiger Seehafen, daher kann man hier viele Burgen und Festungen finden. Heute ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands und ein kulturelles Zentrum. Allein in dieser Stadt gibt es mehr als 40 Theater. Im Süden Deutschlands liegt das bei Touristen beliebteste Bundesland Bayern. Das berühmte Oktoberfest, das Schloss Neuschwanstein und die schönen Berge ziehen Tausende von Touristen an. Ein weiteres Bundesland im Süden Deutschlands ist Baden-Württemberg, ein sehr malerischer Ort. Hier befinden sich der berühmte Bodensee und der Schwarzwald. Nordrhein-Westfalen im Westen des Landes ist eine Industrieregion. Viele Industrieunternehmen sind hier konzentriert und die Hauptstadt Düsseldorf ist eines der größten Wirtschaftszentren, in dem sich die Hauptsitze führender internationaler Konzerne befinden. Im östlichen Teil Deutschlands befindet sich die Hauptstadt Berlin, mit ihrem Ruf einer der fröhlichsten und lebendigsten Hauptstädte Europas. Für einen Urlaub ist Deutschland ein optimales Land, denn hier gibt es alles – historische Sehenswürdigkeiten, Kultur und Naturschönheiten. Für einen Strandurlaub haben wir uns natürlich die Ostseeküste ausgesucht. Ein gesundes Klima, malerische Landschaft und hervorragende Strände sind die Hauptbestandteile des touristischen Erfolgs der deutschen Ostseeküste. Die Auswahl an Urlaubsorten ist riesig. Der beliebteste davon ist der Timmendorfer Strand an der Lübecker Bucht. Für den Wanderurlaub fahren wir nach Bayern und legen unsere Routen so vielfältig, wie es nur möglich ist. Von wunderschönen Seen durch enge Klamm hoch in die Berge, um atemberaubende Aussichten zu genießen. Neben dem Wandern mögen wir auch sehr Fahrrad zu fahren. Für diesen aktiven Urlaub bleiben wir im Ruhrgebiet und fahren den 240 km langen Radweg entlang der Ruhr durch die größten Städte der Ruhrmetropole von Dortmund bis zur Mündung bei Duisburg-Ruhr-Ort. Für Städtereise bewegen wir uns in Richtung Frankfurt am Main, die Geschäftshauptstadt Deutschlands und modernste Stadt des Landes. Frankfurt erfreut seine Gäste mit einer harmonischen Kombination aus den eleganten Villen des Museumufers, den zahlreichen Museen und modernen Gebäuden des Bankviertels, die abends mit tausenden Lichtern erstrahlen. Doch alte Städte mit ihren historischen Sehenswürdigkeiten sind mir persönlich viel lieber als moderne Hochhäuser.
Für ein kulturelles Programm fahren wir nach Thüringen, denn neben historischen Altstädten mit engen Gassen und romantischen Fachwerkhäusern sind hier auch einige Burgen zu finden. Im Winter fahren wir zum Harz, um die schönen Winterlandschaften zu genießen. Und wenn es zeitlich eine lange Anreise nicht mehr passt, dann bleiben wir einfach für ein paar Tage im schneebedeckten Sauerland. Und wo in Deutschland macht ihr am liebsten Urlaub? Hinterlasst eure Lieblingsorte in einem Kommentar. Und ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.